Was hast du gegen die Schale? Ich finde, der Teller schmeckt besser, wenn man die Schale runtergibt. Warum diskriminierst du die Schale des Zellers? Ich diskriminiere nicht, wenn ich etwas nicht essen möchte. Wenzel! Wenn du jetzt die Schale wärst vom Zeller, würdest du dich diskriminiert fühlen, weil du nicht gegessen werden willst. Auch die Schale vom Zeller wäre giftig wie die rohe Kartoffel. Die rohe Kartoffel will auch nicht gegessen werden. Aber die gekochte Kartoffel will sehr gerne gegessen werden. Siehst du, das ist es nicht. Gehst du bitte weg von da? Ich soll auch was tun, hast du gesagt. Ich hab dir gesagt, du sollst auf den Menzelplatz gehen. Gravuzzi Kapuzzi. Und diese Schale ist dir auch zu fettrig oder ist die gerade noch so akzeptabel für dich? Die ist nicht akzeptabel. Was machst du? Wonach schaut's aus? Du misshandelst den Almkönig. Wir brauchen Mehl und Brösel, oder? Nein! Machst du das, weil sonst mache ich dir wieder was falsch, weil ich mache dir immer alles. Ich mache jetzt gerade die Schale weg, du Diskriminantin. Du hast gesagt, ich soll mich austoben. Kann ich aber nicht, wenn kein Mehl und keine Brösel da sind. John, wie soll ich mich austoben, wenn du das so zu dir ziehst? Ich paniere jetzt. Was willst du machen? Ich auch. Ah, du willst das panieren? Ich dachte, ich will das, du hast mir gerade große Ich will das. Ich zeig dir, was ich möchte. Ich möchte das in Darf Ei ich eintauchen. Nein, weil ich bin gerade dran. Ich möchte das in Ei eintunken, dann den Käse dazwischen picken und zusammen und dann fertig panieren. Weil ich mir nicht vorstellen kann, wie ein so unstrukturiertes Material wie der Zeller sich in irgendeiner Form davon überzeugen lassen könnte, sich an Wurst oder gar Käse so festzuhalten, dass man ihn dann panieren kann, ohne sich aufzulösen. Es ist wie ein Hamburger, schaut das aus. Darf ich? Nein. Darfst du nicht? Nein, nicht übers Mehl mit der Gabel. Nix da. Nein, da drüber. Wo drüber? Aber das geht nicht. Das funktioniert. Na, hau's rein. Na ja, aber... Hau's rein. Tu nicht du. Das schaut echt ganz drin. Bei meiner Frau habe ich ja schon gelernt, das fällt rein. Dass man das nie glauben darf, dass was nicht geht. Denn meine Frau kann alles, wenn sie will. Du das Bröseln aufs Mehl, du willst ohne Ei, wird das nicht funktionieren. Weil die Bröseln kleben nämlich nur Nein, es gehört zuerst auf Mehl. Schau, du bringst mich total. Was heißt das? Ein Versuch noch. Agnes, du bist alt genug, um das selbst zu entscheiden. Ja, ich rede auch mit mir selber. So, ich habe genug paniert. Was mache ich jetzt mit der Panier? Mit den panierten Fingern. Du kannst rausgehen und sie den Leo in den Mund stecken. Ja, der ist sie sicher. Ich habe dich erstens nicht angeschaut und zweitens bin ich überhaupt nur erst voll geworden, weil du mir die Gabel gegeben hast. Und zwar interessant, dass genau die du vorher so verkehrt hingelegt hattest, dass bis zum Griff der Ärger... Nein, weil das war nämlich ganz hinten der Seite. Ich habe die gehabt. Du kannst die andere habe ich dir gegeben. Was du möchtest, weil Ei ist dicker als Luft. Schau, du machst dir den Schau, das Mehl kannst du noch nicht mit Eiern anfüllen. Schau. Und Schau, kein Zustellen. Das ist nicht euch aus. Das Ei kommt nicht ins Mehl. Schau, was du mit meinem Mehl machst. Das kannst du nicht weghauen, du kannst es ja trotzdem verwenden. Nein, weil ich das mit den Fingern angreife. Und dann habe ich das Ei auf den Fingern und schaue wieder so aus wie du. Die wutzeln sich ja runter, die Eier. Die sind ja da eh in Mehl drinnen. Das wutzelt sich doch runter. Na, dann runter. Wutzelst. Wenn du sagst, sie wutzeln sich, dann wutzelst. Ja. Darum sage ich, tob dich aus. Ja, aber dann hältst du dich aus, wenn ich mich austobe. Ich halte es sehr gut aus, wenn du Nein, mich überhaupt nicht. Ich halte es aber nicht aus, wenn du mir meine Mehlsachen gibst. Ich habe mich ausgetobt und du hältst es nicht aus. Punkt. So ist es. Ja, Punkt. Und ich sage, weißt du, was ist ein Beistrich? Da wird eh schon braun, der Fenster eh gut. Ja. Aber ich sage, wenn du den am Ofen so gibst, den verbrennen wir anders. Ja. Du musst lang. Mit genug Fett brennen sie nicht an. Nicht? Nein, da schwimmen sie dann. Nein, nur weil es ist heiß. Grüß dich. Danke, das Essen ist gut. Danke. Sehr gut, ja. Sehr gut.